Ah, passt schon. Die Flasche möchte ich auch irgendwann mal ersetzen. Ich glaube, da habe ich die Flaschen rein und da könnte ich dann irgendwas anderes hinstellen. Die Kelche. Gut, wir haben hier jetzt nur Becher. Becher reichen auch, aber dafür brauchen wir die Humpen. Ja, okay, das sind alles Humpen. Da brauchen wir aber die hier nicht mehr. Ich meine, wir haben mehr als zwei Gäste. Naja, vielleicht ab und zu mal. Aber ich gehe mal einfach davon aus, wir sind nur. Ja, wir haben ja dann extra noch Kelche. Ich glaube, da möchte ich auch diese sechs lassen. Vielleicht noch zwei Becher irgendwie übrig lassen. Ich weiß es nicht. Was ist das? Teller? Da ist sogar noch ein Teller übrig. Wir haben also, aber wir haben nur vier Schüsseln, also lasse ich das. Es kommt also hier, der Teller kommt weg. Der Krug kommt. Ja gut, vielleicht wollen wir mal einmal Wasser haben und einmal irgendwas Alkohol oder so. Oder zwei, oder einmal Wein und einmal Schnaps oder was weiß ich alles. Oder zwei verschiedene Weine. Dann brauchen wir schon einen zweiten Krug. Aber die Humpen kommen weg. Die Humpen kommen weg, weil wir sie hier bereits haben. Die Flaschen hier kommen tatsächlich auch weg. Ja, gut, die große Flasche möchte ich, glaube ich, lassen. Aber die, stattdessen nehme ich dann lieber die hier. Die möchte ich dann dorthin noch haben. Aber ich glaube, ich möchte den Krug hier haben. Den Krug hier haben. Der wird sowieso irgendwann mal ersetzt. Und dann möchte ich hier die Flaschen haben, die ich jetzt suchen darf. Sujama. Sheen. Was war denn das andere? Flynn? Nein. Grief. Ich glaube, das war's auch, oder? Ich denke schon. Dann wieder eine Flasche Sheen. Warte mal, ich habe drei. Ich muss das tauschen. Nochmal von vorn. Erst Sheen. Dann Grief. Nochmal Sheen. Mist. Ich muss ein bisschen weiter dahin. Die Flasche hier. Nein. Nein, die passt sogar noch. Gerade noch. Dann wieder Ding. Dann kommt der Sujama. Dann der Sheen. Ich habe doch zwei Kelche weg. Dann kommt nämlich, Sheen hatte ich schon, der Grief. Und dann nochmal Sheen. Die Kelche müssten weg. Süßer Duft. Ich könnte, wenn ich diese Flasche hier wegmache, könnte ich die da runter machen. Aber ich möchte die Flasche eigentlich behalten. Gut, ich könnte die Flasche auch irgendwo anders Da drüben. Das ist neu. Natürlich ist es neu. Ich habe es gerade hingestellt. Oder ich mache die Schüsseln hier weg und hau. Also nicht weg, aber dass ich sie ein bisschen weiter nach links tue. Und dann hätte jetzt der Platz. Da. Ja. Besser. Dann kann ich. Ich weiß nicht. Warte mal, wir haben da ja den Silberkrug, oder? Weg mit dem Krug. Wir nehmen den Silberkrug her. Und wir haben hier sogar den Silberbecher. Hier haben wir nur Kelche. Ja, gut, Kelche. Aber ich hätte, wenn dann auch.
Silberbecher hätte ich gern. Oder Silberkelche. Das sehen genauso wie Kelche, auch wenn es Becher sind. Viel besser. Also das lasse ich gern hier. Also das würde ich gerne hier, wirklich hier lassen. Aber dann kann ich den Silberkrug ja auch da lassen. Dann brauche ich... Dann haben wir ja schon zwei Krüge. Dann brauche ich die nicht mehr. Dann kann ich die Kelche dorthin tun. So, das war einer. Zwei. Dann kann ich sogar alle sechs hin tun. Keine Ahnung wieso. Die gehören ein bisschen weiter nach hinten. Damit die hier mehr Platz haben. Und jetzt der hier noch ein bisschen nach hinten. Na toll. Na? Na? Oh, ich habe Lex. Pate Lux. Okay, besser. So, und jetzt kann ich das hier besser aufstellen. Der passt eigentlich schon, aber der Rest muss noch besser gemacht werden. Dann fange ich jetzt gleich von hier an. So, wieso habe ich Lex? Ah, ich glaube, sie sind vorbei. Ja, das passt. So, dann kommt hier jetzt ein Griffin. Ja, das ist schön. Und hier kommt ein Griffin. Oh, beim ersten Mal gleich. Sehr schön. Dann ein Sheen. Und hier ein Sheen. Und hier kommt dann... Was ist er denn? Der Sujama hin. Ein bisschen mehr in die Mitte. Ja, das passt schon. Passt schon so. Sieht doch viel besser aus, oder? Man merkt ja gar nicht, dass wir am liebsten Sheen trinken. Was war das? Ja, das war ich. Ich bin gerade ein bisschen herumgesprungen, weil ich zu klein bin und da nicht zum Regal hochkomme. Ich bin so blöd, ich kann doch da oben auch noch ein bisschen was platzieren. Ich kann zum Beispiel hier hoch und dann kann ich... Ja gut, jetzt kann ich gerade nicht mehr springen. Aber gerade eben hat es noch funktioniert. Hier hätte ich jetzt... Oh, ich kann levitieren und da oben noch Sachen hin tun. Genau, ich levitiere jetzt. Levitation, 45 Mana. Das geht, wenn ich schlafe kurz. Kann ich dann auch noch schnell zweimal Schwimmen heute zaubern. Ist geheilt. Ich grüße dich. Willkommen. Reichern. Nur mal zwischendurch, weil ich möchte jetzt das nicht, die Arbeit nicht auch mal alles machen. Oh, aber die Schüsseln müssen... Ah, ich mache jetzt erst das oben. Levitation. Okay, was haben wir jetzt noch alles dabei? Die gelbe Glasschüssel. Die kann da in die Mitte. Und dann machen wir einen grünen Topf. Hier hin. Und einen dorthin. Der muss ein bisschen weiter nach rechts. Und da oben jetzt dann noch die Glasschüssel. Das sieht doch schön aus, oder? Oh, mir gefällt's.
Oh, so da geil. Drüben. Das ist neu. Ja, aber die ist ein bisschen zu weit vorne. Nein! Nein! Wir haben noch 8 Mana, das reicht für einen Feuerball. Fucken wir die Brude ab. Und für einmal schwimmen heute. Bis geheilt. So, ich will das nur noch ein bisschen weiter nach hinten. Warmem Sand wandeln. Ein bisschen nach hinten machen. Immer noch zu weit vorne. Jetzt passt's, ja. Man sieht's gut und es steht aber nicht davor. Okay, perfekt. So mag ich das. Was habe ich denn jetzt noch alles? Die Flaschen und Humpen kommen alle weg. Die möchte ich nicht mehr haben. Der Krug auch. Der eine Teller kommt auch weg. Das war's. Boah, schön, oder? Jetzt, was ich noch machen wollte vorhin. Besser. Viel besser. Jetzt freue ich mich. Hier finde ich mich jetzt wohl. Also der Schrank gefällt mir schon sehr gut. Die eine fette Flasche möchte ich tatsächlich auch da lassen. Gut. Ich hätte gerne noch schönere Schüsseln, vielleicht Silberschüsseln. Und ich hätte gerne mehr Silberkelche. Oder Silberbecher. Ich stinke nicht, das bildest du dir ein. Diese Schüsseln passen mir. Ein besseres Tablett hätte ich gerne. Brotkorb passt auch. Hier würde ich gerne noch ein Buch oder sowas hinmachen. Oder zwei Bücher oder sowas. Ich weiß es nicht. Das hier gefällt mir auch. Geheime Sachen könnte ich ja irgendwann mal da oben verstecken, wie die Erlasse. Ach, Moment mal, die Erlasse habe ich unten schon versteckt. Dann, ich weiß nicht, irgendwas vielleicht. Die Humpen hier würde ich gerne mal durch irgendwas Vulkanglas oder sowas ersetzen. Das wäre toll. Die Teller doch auch durch Goldteller vielleicht, auch das Besteck. Oh, das wäre so schön. Weil das ist jetzt normale Gabel, normales Messer, normaler Löffel. Die Kerzenständer versilbert finde ich eigentlich schon recht gut. Und hier die eine Schüssel, die ist nicht ganz mittig. Besser. Ja, nicht perfekt, aber besser. Ja, besser. Der ein bisschen weiter nach hinten hätte sie müssen. Perfekt. So. Ich glaube, das möchte ich speichern. Okay, und jetzt gehen wir noch mal kurz schlafen, weil ich keinen Mana mehr habe. So, Nassi, gute Nacht. Und dann gehen wir wieder zurück. Wir haben unser Haus jetzt so schön eingerichtet. Da lebe ich gerne drin. Hey, seht ihr das? Da drüben ist eine Höhle. Vielleicht erkunden wir die mal. Oh, eine Ratte. Tot. Eine erkrankte Ratte. Von der hätte ich mir sogar erlaubt, die Seele zu stehlen, wenn sie zu mir herangekommen wäre. Wow. Cooles Wackeln. Ein Quarma-Kundschafter.
Ob ich den erwische? Hey, Treffer, tatsächlich! Okay. Wo ist der? Daneben. Daneben. Ja, er sieht uns nicht. Jetzt sieht er uns. Wieso kann ich ihn nicht treffen? Jetzt! Ah, getötet. Hä? Hat gerade die Musik nicht geleckt? Ist der Bug weg? Oder hat mein Hirn geleckt? Jetzt aber. Also entweder ist der Bug weg oder mein Gehirn hat gerade einen Aussetzer gehabt. Ich hoffe, der Musikbug ist endlich weg. Oh, das wäre so schön. Was machen wir jetzt als nächstes? Natürlich das Haus weiter ausräumen. Wir sind da noch nicht fertig. Ich weiß aber nicht, was wir noch zu machen hatten. Ach genau, wir waren ja bei der Treppe gerade erst nach oben gegangen. Oh, der Orvas drehen, der wird sich sehr ärgern, wenn er das sieht. Dass wir ihm sein Haus ausgeräumt haben. Sein Schlafgemach. Hehehe. Der steht immer noch da. Naja, soll er nur stehen. Krabbenfleisch. Schöne Zutaten. Salzreis. Eine Axt. Kurzwaffe. Kurzwaffe. Stumpfe Waffe. 100 Draken. Cool. Noch 100 Draken. Ein paar schöne Sachen. 5 Draken. Teller. Nein. Schwere Rüstung. Schöne Sachen. Okay, das war's. Oh, jetzt kommt er. Zum Glück sind wir jetzt fertig. Haha. Kommt er hier? Ach, der ist schon wieder runtergegangen. Und da ist der auch was. Das gelbe Buch von Dritte Ära 426. Ich glaube, das haben wir schon gelesen. Oder zumindest bekommen. Egal. Tintenfass und Federkiel. Ich glaube, das möchte ich bei Nassi noch machen. Schlüssel zu Drehensanwesen, Kelch, Flasche, 100 Draken. Diese Falle werden wir umgehen. Das ging ja schnell. Kann ich das Schloss schon knacken? Nein, es ist leider immer noch zu komplex. Mal sehen, aber ich müsste den Turmschlüssel wieder bereit haben. Oh ja. 734 Draken, ein gewöhnlicher Sehnstein und ein Schädel. Den hole ich mir noch. Dann werde ich das bei der Nassi ein bisschen abändern. So, speichern, bevor wir jetzt da hochgehen. Wieso der da der Schädel bei sich hat? Sucht euch jemand anderen, den ihr langweilen könnt. Nein, ich suche mir jetzt genau dich. Große Tonschale. Oh nein, der Bug ist noch da. Schade.